Der Kongress in Brasilien hat eine Anklage gegen Präsident Michel Temer vorerst abgeblockt. Es war eine knappe Entscheidung. Etwas mehr als ein Drittel der Abgeordneten stimmte gegen eine Anklage. Zwei Drittel der Stimmen hätten Temers Gegner gebraucht, um eine Anklage vor dem Höchstgericht Brasiliens zu ermöglichen. Vor Strafverfolgung sicher ist Temer aber nicht. Nach Ende seiner Amtszeit im kommenden Jahr ist eine Anklage wegen der Korruptionsvorwürfe weiterhin möglich. Temer wird vorgeworfen, bei seiner Wahl politische Zugeständnisse an Lobbygruppen gemacht zu haben und Stimmen gekauft zu haben.